Einen wunderschönen guten Morgen. Wieder hier aus Bülk. Ja, Wetterbericht hat recht. Es ist super sonnig. Ich habe gerade doch mal beim Morgenmagazin geschaut. Die sagen auch, es ist sonnig. Also werde ich jetzt mal mit meiner Radtour Richtung Kiel beginnen. Und Sonnencreme werde ich wohl nicht brauchen. Hat ja auch seine Vorteile. Was schön war, hier sind so seit 7 Uhr ungefähr immer mal wieder Schiffe hergefahren. Man hat sie nicht gesehen, außer so ein leichtes Lichtblinken ab und zu. Aber die haben alle mit ihren Hörnern gehupt. Es hat irgendwie was so mit dem Nebel und da drüben sieht man den Leuchtturm auch schön. Und hier vorne sammeln sich diese Kormorane und jagen Fische. Ich zoome das Ganze mal. So, das sollte reichen. Und jetzt geht's los. Ja, 8 Uhr haben wir. Habe ich gerade schon gesagt, ich weiß es nicht. Das ist der Haken, wenn man Frühaufsteher ist. Ich bin seit kurz nach 5 wieder wach. Und habe darauf gewartet, dass mal so ein bisschen Licht kommt. Aber jetzt bei strahlendem Sonnenschein legen wir erstmal los. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, sieht man nichts. Unten in diesem Ort Strande stand ein Radwegschild rechts rum. Dem bin ich gefolgt, seitdem steht nichts und hier ist Strande Ende. Und ja, es steht nicht mal mehr, wo es hingeht. Also die Beschilderungen sind hier echt dürftig. Ich fahre jetzt gerade den Radweg hier runter auf der gegenüberliegenden Seite. Parallel zu einer Hauptstraße. Und habe gerade diesen kleinen Weiher hier gesehen. Weil ich eigentlich anhalte, um mir die Regenhose anzuziehen. Aber wenn man sowas entdeckt, muss man sich das ja auch eben anschauen. Also mit der Regenhose ist das Ganze wesentlich angenehmer. Weil die Jeans, dadurch, dass es so leicht nieselt die ganze Zeit, fühlt sich dann schon recht unangenehm an. Aber das kennt ihr ja selber. Und somit ist der erste Ortsteil erreicht. Landeshauptstadt Kiel, Stadtteil Schilksee. Ich sehe da gerade eine Tankstelle, wo steht Super 1,49. Die muss ich mir merken. Und wenn ich hier nochmal mit dem Auto losfahren sollte, mal schauen, dass ich da vielleicht nochmal voll tanke. Bei uns bei der Abfahrt war es jetzt bei 1,61. Das ist ja schon ein beachtlicher Unterschied. Auch wenn es bei ein paar Litern nicht die Welt macht, aber bei so einer ganzen Tankfüllung sind da schnell 5, 6, 7, 8 Euro zusammen. Ist ja nicht zu vernachlässigen, ne? 10-mal tanken, ganze Tankfüllung. So ungefähr. Ja, hier stand jetzt gerade ein Schild. Kiel. Einmal links rum. Irgendwie 16 Kilometer und rechts rum 13 Kilometer. Rechts war die Bundesstraße, so wie ich das einschätzen konnte. Und links rum sah aus, als wenn es wieder Richtung Meer geht. Deswegen habe ich mich erstmal für links rum entschieden. Und es macht auch so den Eindruck, als wenn es wieder Richtung Meer geht. Oder zumindest nicht an der Hauptstraße her. Das ist ja schon viel wert. Dort am Ende des Weges sieht man das Meer. Hier geht es weiter durch den Wald. Und ich muss meine Meinung, die ich gestern geäußert habe, über Schilkse oder Schilksee deutlich ändern. Der hintere Teil hier ist wirklich schön. Das, was an der Hauptstraße ist, definitiv nicht. Aber alles andere hier lässt sich echt toll fahren und schöne kleine Häusersiedlungen. Also doch ein Daumen hoch für diesen Ort. Man muss nur aufpassen, wo die Schilderradwege stehen.
Ich hoffe, das Hupen konntet ihr jetzt auch hören. Das ist das, was ich sagte, was man hier auch von den Schiffen nachts manchmal hört. Ist echt toll. Also hier, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, merkt man, dass man doch an der Steilküste fährt. So parallel geht es teilweise ganz schön hoch. Schwenkt mal kurz nach hinten, ob man das besser erkennt. Aber dann wird es wenigstens warm. Ah, und wieder das Hupen. Astrein. Schön so im Herbstwald. Und ich freue mich echt riesig, ja, auf diesen Hafen irgendwie. Wenn man schon die Hupen die ganze Zeit hört. Klasse. Echt klasse. Hier direkt an diesem Palisadenweg gibt es einen schönen Waldparkplatz. Vielleicht auch für die ein oder andere Übernachtung. Hier ist gerade so ein schönes rostrotes Eichhörnchen über die Straße gelaufen. So schnell kriege ich natürlich die Kamera nicht aus. Und zuckte dann so hin und her. Ja, ich bin jetzt gerade noch mal ein Stück zurückgefahren, weil hier dieses Schild so auf Halbmast hing und sich auch in beide Richtungen drehen lässt. Da hinten ist alles zugeklebt auf dem anderen, also bin ich erstmal geradeaus gefahren, weil ich dachte, das wäre richtig. War natürlich falsch. Hier links geht's Richtung Kiel weiter. Und noch zu so anderen schönen Sachen. Aber wurscht, weil ich ja sowieso radeln will. Ob ich da mal ein bisschen mehr in die oder die Richtung fahre, ist auch wurscht, solange die Gegend so schön ist. Und schon bin ich wieder direkt an der Küste bzw. am Strand. Ist hier gerade so ein bisschen zugewuchert mit dem Schilf, aber da geht der Weg runter. Kleine Minigolfanlage. Saisonbedingt natürlich alles zu, das habe ich glaube ich schon erwähnt. Aber dafür habe ich hier die ganzen Flächen im Grunde für mich allein. Mal der ein oder andere Hundebesitzer, der hier läuft. Aber sonst war es das. Ah, wieder. Auch wieder zwei mit Hund. Echt super. Und hier geht es gerade runter zur Seebrücke Falkenstein. So lobe ich mir das. Da hinten steht ein Angler im Wasser. Da ist einer mit seinem Hund. Und sonst, soweit ihr sehen könnt, niemand. Nicht, dass ich menschenscheu bin, aber ich genieße das durchaus. So, jetzt gehe ich erstmal auf die Brücke und dann sehen wir uns am Ende wieder. Dort, wo ich vorhin sagte, da steht ein Angler im Wasser, das ist gar kein Angler, der gräbt da irgendwie. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie so Krebse gibt oder irgendwas, was man so aus dem Schlick holt. Auf jeden Fall kein Angler. Wollte ich doch nochmal eben richtig stellen. Auch hier wieder super klares Wasser und da unten eine Feuerqualle. Ich zoome das Ganze mal und hoffe, ja, da erkennt man den. Das ist schon ein beachtliches Tierchen. Hier gibt es sogar einen offiziellen Grillplatz direkt am Strand. Das ist ja klasse. Lagerfeuerromantik. Und hier ist ein Kletterwald. Gar nicht eingezäunt, glaube ich. Ach doch, da steht es, betreten verboten. Naja. Oh, ein beachtliches Teil. Schön. Jetzt muss ich mal wieder auf die Hinweisschilder achten. Oh, hört ihr das Geräusch? Das ist, wenn man Sand und Fahrrad kombiniert. Nicht gut. High Spirits nennt sich das hier, Hochseilgarten. Also, wenn nicht zwischendurch immer wieder nette Hanseaten wären, die ich mal nach dem Weg fragen könnte, wäre ich hier schon fünfmal falsch gefahren. Jetzt gerade sagte mir hier jemand, selbst als Anwohner, wenn man hier Radtouren macht, verfährt man sich. Weil die Schilder halt
nicht existent sind oder verdreht wurden oder sonst was. Das hatten wir schon mal irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo, aber... Also, danke allen, die mir immer den richtigen Weg hier weisen. Weil die Beschilderung ist echt nicht gut. Ja, jetzt bin ich hier in Pries im Hafengebiet. Da sind diverse Werften und hier links, das fand ich gerade ganz interessant, wird so ein Schiff von der Marine gewartet, gebaut, ich habe keine Ahnung. Auch schon riesig, wenn die auch trocken sind. Hier ist mal wieder ein Schild und für mich erschließt sich das manchmal nicht. Weil da jetzt ja steht, nach Altenholz zum Flughafen Kiel, Holtenau, Dorf Pries, Drei Kronen und so weiter. Und links geht es zum Zentrum. Heißt Zentrum automatisch Kiel? Gehe ich jetzt erstmal von aus. Also werde ich jetzt hier so direkt irgendwie links fahren. Fahrradwerkstatt MFG 5 Kiel. Ja. Ich fahre jetzt hier mal geradeaus. Wenn kein Schild steht. Und das Ganze hier ist jetzt eine Fahrradstraße. Ja, das, keine Ahnung, wird wohl ein Spielplatz sein. Man sieht auf jeden Fall das Meer zur linken Hand schon wieder. Das ist doch wohl auch mal interessant. Wer kennt's? Einflugschneise Flughafen Kiel. Wäre jetzt natürlich schön, wenn gerade mal so ein Flieger hier landen würde, aber das glaube ich wohl weniger, dass ich das Glück habe. Hier ist doch mal wieder was Interessantes so am Wegesrand zu sehen. Auch wenn es rundum alles eher nach toter Industriekultur aussieht. Aber hier werde ich mal eben lesen, was das hier mit den Fahnen auf sich hat. Und euch dann gleich informieren. Also, das Ganze war hier das Marine Fliegergeschwader 5, kurz MFG 5, auf einer Fläche von 80 Hektar, wovon 19 Hektar mit Wald bewachsen sind. Und das soll wieder zu einem neuen Quartier entstehen. Auf jeden Fall ein schönes Fleckchen hier am Wasser, was man sehen kann. Ich bin hier Optimist, auch wenn die Sonne jetzt gerade so blendet. Ihr werdet was erkennen. Also hier kann man definitiv mit Stil wohnen. Naja, erkennt man ja auch schon an den individuellen Autos hier. Land Rover T4, T5, ein alter Landy. Also hier wohnt nicht der Standardmensch. Mein Weg geht jetzt nicht hier lang, eigentlich. Aber ich habe da gerade was gesehen, wo ich doch nochmal um die Ecke schauen möchte. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Nee, ich habe mich nicht geirrt. Sah aus wie ein Leuchtturm. Und das ist auch einer. Oh, Kopfsteinpflaster. Wie gesagt, ich liebe es. Dann fahren wir doch mal hoch zu dem Kleinen hier. Der ist wirklich klein. Aber das heißt ja nichts. Da schippert gerade so ein Seenotretter. Kaiser Wilhelm. Mit diesem wunderschönen Eingangsbereich. Und hier der Beschreibung. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, aber dieses Café heißt Lucifer Küstenküche. Seit 1989. Ich fand Lucifer irgendwie interessant. Die Beluga 2. Schönes Schiff. Diese kleinen Häuschen hier am Hafen.
aber die Berge genauso. Natur halt. Die alten Speicherhäuser. Was alles so zu einem Hafen halt dazugehört. Hier geht's jetzt schon Hafen Richtung City. Glaube ich zumindest. Da auf den Schildern jetzt keine Kilometerangaben mehr standen, wird so halbwegs hinkommen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber dieses Schiff mit dem Namen Dragonera legt gerade ab. Oder kommt zumindest so seitlich hier rüber, ja. Schon interessant, so ein Klotz und so konstant da am Ausparken oder wie auch immer man das nennt. Aber es wird schon zu lange dauern, euch das jetzt alles zu zeigen. Aber ich schaue es mir erstmal an. Hier das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive und vielleicht hört man es ja auch. Weil so ganz leise ist es nicht. Auf jeden Fall geht es jetzt schon vorwärts. Ja, hier ist jetzt nicht besonders leise, aber ich bin jetzt auf dieser Hochbrücke, die hier Richtung Kiel Innenstadt geht. Steht als touristische Empfehlung auf diesen Tafeln da vorne. Also schön, dass man hier auf diese Schiffe gucken kann. Das Haus da sieht ganz toll aus, sofern ihr es im Nebel überhaupt erkennen könnt. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl, wie groß so ein Schiff ist, weil hier geht es echt mächtig runter. Und das Schiff ist ja sehr nah. Die Brücke erkennt man noch gar nicht richtig im Nebel. Aber für mich ist hier so der Punkt, es wird so laut und nervig mit den ganzen Autos, dass ich von hier aus eine andere Strecke suche, wie ich weiterfahre. Ich bin ja schon kreuz und quer gefahren, es sollten nur 14, 15 Kilometer sein von Strande aus, glaube ich, oder von Schilksee, ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin jetzt schon bei 30. Und die Innenstadt selber werde ich mir nicht antun. Ich schaue mir jetzt hier noch einen Moment die Charlotte an und dann ja, schaue ich einfach mal, wie es weitergeht. Der Tag ist jung, ich habe Zeit. Was ich auch noch erwähnen wollte, ich habe gerade an der Tankstelle mal angehalten und meinen Luftdruck kontrolliert, weil ich dachte, irgendwie rollt Monty heute nicht gescheit oder schon seit längerem, aber heute empfinde ich es als deutlich spürbar und hatte nur noch 1,5 vorne und 2,5 hinten. Jetzt erstmal wieder 5,5 Bar drauf gedrückt. Das rollt schon angenehmer. Hier diese Gebäude stehen alle leer und ein Stück runter die Straße stehen die ganzen prachtvollen Neubauten. Warum? Bei dem knappen Wohnungsraum, den wir doch überall haben, wird sowas nicht wieder fertig gemacht. Hat man da nicht genug Gewinn? Manchmal unverständlich. So, ich bin jetzt wieder in einer anderen Ecke und zwar in Sticken hören. Ich glaube Sticken hören hieß das hier. Am Sporthafen. Ist doch gleich angenehmer. Und alles voller Quallen da unten sehe ich gerade. Nett, so ein Sporthafen. Besonders hier dieses Sportboot.
ich schätze mal, Sporthafen bezieht sich darauf, dass das hier so kleine sind, ne? Und nicht diese großen, ja, wie im Yachthafen. Das ist eine klasse Sache hier. Fiedlers Box, da kann man bei Edeka online seine Lebensmittel bestellen. Die stellen den Einkauf zusammen, dann kommt das hier in so eine, ja, Abholstation, ähnlich wie bei der Post mit den Paketen. Und dann kann man seinen QR-Code hier scannen, dann geht die Box auf und man hat seine Lebensmittel, wenn man hier abends ankommt. Feine Sache. Hier in Friedrichsort ist auch nochmal so ein kleiner Leuchtturm in der Ortsmitte. Also gefühlt ist die Strecke hier für, ja, oder der Rückweg nur bergauf. Muss ja irgendwann auch wieder bergab gehen, oder? Ich tuckel hier mit 9 km/h den Berg hoch. Ach ja, aber schön ist, ich habe erst die Regenhose wieder ausgezogen und weggepackt. Es ist jetzt, ja, ziemlich trocken. Es ist zwar immer noch diesig, aber nicht mehr dieser Nieselregen. Da fährt es sich gleich angenehmer. Ja, so wie man sehen kann, dort hinten ist der Leuchtturm. Es ist jetzt gleich 12 Uhr. Ich habe meine, ja, 49 Kilometer gleich voll. Oder 50, bis ich da bin wahrscheinlich. Und für so eine Vormittagsrunde, 4 Stunden, ist das ganz anständig gewesen. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen machen. Ein kleines Päuschen. Und wie es dann weitergeht, werdet ihr dann erst in dem nächsten Video sehen, weil das Video sonst einfach zu lang wird, glaube ich. Also, schön, dass ihr dabei wart und euch wieder alles angeschaut habt. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Macht's gut, euer Markus und Monty.